Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, jetzt möchte ich mal kurz mit euch reinschauen, was hier so los ist. Vielleicht bei deinem König, bei deiner Königin. Lasst uns einfach mal schauen, was die Kipper Cartage Kurs hier zu sagen haben für dich. Und du tauchst einfach mal tief ein und hörst auch einfach mal auf dich, ob du damit in Resonance gehen kannst. Ganz wichtig hier. Ganz wichtig for you. So, Karten einmal schön vormischen. Und wir legen Lucy. Was darf ich denn erzählen? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Ich möchte gerne eine Neunerlegung für dich starten. Oh, was ist denn hier los? Okay, nee, Königin, da musst du jetzt noch mal richtig mischen, genau. Okay, wir legen einfach mal los. Was darf ich Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Verwenden tue ich dazu die Kipperkarten von Giro Marchetti. Dankeschön. Gib mir mal bitte eine Message, worüber ich darf reden. Wem das Mischen jetzt zu lange dauert, der darf gerne auch ein bisschen vorspulen. Aber ich bin auch gleich soweit. Ne? Ihr sollt gerne mit dabei sein bei dem Mischprozess. Dankeschön. Okay. Oh, wir haben unterm Kartendeck die Militärsperson. Hier geht es um jemanden, der gerne Struktur und Ordnung bringt. Der könnte wichtig sein, dieser Typ hier, auch wenn hier vielleicht mega Chaos ist, geht es ja doch darum, dass es hier um einen gestandenen Mann beziehungsweise um eine gestandene Frau geht. Ja, also das ist ja schon ein Typ oder eine Kirsche, hier hat jemand sein Leben im Griff. Das, was man anpackt, das zu 1000%, man hat einen klaren Blick, man ist geerdet, man hat auch ein klares Herz. Was es jetzt mit diesem Typen hier auf sich hat, beziehungsweise mit dieser Kirsche, lass uns mal schauen. Was ist hier vielleicht in der Vergangenheit los? Wir haben einmal das Geschenk, wir haben selbst dich hier drin, meine lieben Männer, münzt es auf euch um. Ja? Also in der Vergangenheit, es kann auch jetzt noch kommen, da es eine allgemeine Legung ist, habe ich hier, dass du tatsächlich Geschenke erhalten hast von diesen Menschen hier vielleicht. Oder dass du glaubtest, hier ist irgendetwas gefühlt ein Glücksfall. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Mensch dich als Geschenk sieht. Ja, und ich habe aber daneben eine beunruhigende Nachricht. Wenn ich da jetzt mal in mich hineinspüre, kann es natürlich auch sein, so sehr wie man dich hier in der Vergangenheit als Geschenk gesehen hat, so sehr hat es ihn oder sie aber auch beunruhigt. Warum auch immer. Ja, jetzt schauen wir mal hier weiter. Wir haben hier das Gefängnis. Als Hauptthema haben wir tatsächlich nämlich auch die Hauptperson. Und wir haben die Armut. Oh je. Also es ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich, das geht jetzt nur für einige, dass es tatsächlich sein kann, man hat sich kennengelernt oder man wird sich noch kennenlernen und auf einmal heißt es hier, ich habe Scheiße gebaut, ich muss ins Gefängnis, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich verliere gerade mein ganzes Geld hier und ich kriege hier gerade eine Strafe aufgedrückt. Und es kann halt wirklich möglich sein, ne, dass man sich mega gefreut hat, dich überhaupt kennenlernen zu dürfen. Und du könntest vielleicht auch nichts davon wissen, dass jemand hier vielleicht auch Dreck am Stecken hat.
und dass jemand hier jetzt irgendwie gefühlt woanders hin muss, weggesperrt wird, wo du ihn oder sie hier gar nicht für eine längere Zeit vielleicht auch siehst. Anderes Szenario ist aber hier eben, dass man sich eingesperrt fühlt von einer anderen Person, wo man nicht so glücklich ist. Ja. Es kann sein, dass hier jemand spürt, dass du selbst einen Riegel vor alles, vor allen schließt, um hier jemanden nicht mehr an dich rankommen zu lassen. Dich könnte auch etwas oder ihn könnte auch etwas beunruhigen. Nämlich, dass du vielleicht den Gedanken davon abziehst, dass du dich mehr jetzt um dich kümmerst, dass du dich mehr jetzt vielleicht auch um andere kümmerst als um ihn, um sie. Das könnte ihn beunruhigen. Ja, so kriege ich das eigentlich, streiche eigentlich am besten rein, dass du ja, dass man vorhatte, mit dir hier in eine Verbindung zu gehen. Aber das Ganze umschwenkt in beunruhigte Zeiten, weil es hier vielleicht Rückzüge gibt, weil man das Gefühl hat, es liegt nicht in meiner Entscheidungsgewalt. Vielleicht auch, weil du dich immer wieder von ihm, von ihr zurückgezogen hast. Und du vielleicht auch immer wieder beunruhigt warst in dieser Verbindung. Das kann auch sein. Zumindest könnten das so Gedanken von deinem König, von deiner Königin sein. Gleichzeitig aber eben auch, dass man Befürchtungen hat, dass man dich jetzt nicht mehr so oft sehen kann, weil du vielleicht auch Distanz von jemandem hier nehmen könntest. Das sind auch so die Befürchtungen hier, die ich habe. Wir haben im blinden Fleck zu hohen Ehren kommen. Wir haben unverhofftes Geld. Und wir haben ein langer Weg. Ja. Also für ihn oder für sie bist du hier der oder die neue Partnerin. Der neue Partner, die neue Partnerin. Also man verehrt dich. Man verehrt dich. Man weiß aber auch, dieses Geschenk mit dir, das muss ich mal noch ein bisschen in den Schrank reinpacken, bis ich offen sagen kann, dass du jetzt hier meine Frau bist oder mein Mann. Und hier ist eine Situation, wo es dazu führen wird, dass man dich trotzdem, dass man dir trotzdem nochmal eine Anerkennung zukommen lässt. Aber das ist eine kleinere Anerkennung. Man, hier lässt es jemand nicht rausblicken, mein Engel. Und deswegen strauchelst du vielleicht mit jemanden hier. Aber was man will, ist, dass du nicht mehr so beunruhigt bist, dass du dir nicht mehr so viel Sorgen machst. Aber dass du weiterhin diesen Weg mit ihm oder ihr gehst. Es ist sehr mystisch. Hier macht jemand etwas sehr Mystisches aus einer Verbindung und lässt dich hier warten, zappeln. Wenn wir hier schauen, Geschenk bekommen, zu hohen Ehren kommen, Beunruhigung, langer Weg. Dann sehen wir hier, oder ich sehe für dich, du wirst dein Krönchen bekommen von diesem König, von dieser Königin. Du wirst zu seiner Königin, du wirst zu seinem König, ach, wie auch immer, wirst du, man hat dich im Blick, dass du die neue Königin hier bist für ihn, für sie.
Aber man weiß auch, dass es dich beunruhigt, dass hier etwas noch eine lange Zeit dauert. Und da versucht man dich so mystisch irgendwie bei Laune zu halten. Das ist jetzt nicht jemand, der dich in dem Sinne loslässt. Aber es ist etwas, es ist gefühlt so, als ob man dich für sich aufheben möchte für die Zukunft. Also heißt das ja hier mit der Militärsperson, hier hat jemand einen Plan. Aber das könnte dich beunruhigen, weil du könntest dich hier selbst immer mehr zurückziehen. Ne? Mit der Armut, hier kommt nicht viel, ich ziehe mich lieber zurück. Im Unterbewussten hast du schon, ich will noch nicht mal, dass ich hier zu hohen Ehren komme, aber es wäre ja auch mal sehr nett, wenn er oder sie mir ein paar liebe Worte ins Ohr säuseln könnte, damit ich, oder meinen Tipp geben könnte, ne? Damit ich weiß, wo der Hase hier langkoppeln könnte. Gleichzeitig hat er dich aber auch in seinem Gedanken. Ja, also der denkt gerade an dich, beziehungsweise sie. Aber er fühlt sich selbst gefangen und kann dir aktuell einfach nicht das geben, was du ja hier verdient hast. Aber es ist so, dass dir jemand plant, dass du es verdient hast. Dass ihr hier zu späterer Zeit das Ganze in die Welt bringt, ja, dass ihr halt eben wirklich zusammenkommt. So nehme ich das wahr. Mann. Also ich nehme so wahr, hier redet jemand nicht über seine Pläne oder über ihre Pläne. Man lässt teilweise etwas so raushängen, dass du etwas spürst, aber dir nicht sicher bist, ne? Nie sicher sein kannst, ja? Hier haben wir Kammer der violetten Flamme, Befreiung von Karma, radikale Transformation. Das ist krass. Hier soll ein Karma rausgehen. Ein Karma ist vorbei, beendet. Und das ist vielleicht eben halt auch wirklich das, dass du dir jetzt keine Sorgen mehr machen musst. Und eine radikale Veränderung, die hier jetzt reinkommt. Ach, guck mal, die Kammer der violetten Flamme. Das ist eine sehr schöne Karte hier. Ein Karma. Man befreit sich von Karma. Eine radikale Transformation. Er könnte sich auch selbst jetzt davon lösen. Sich nicht für dich zu entscheiden, ne? Also es kommt mir so vor, als ob das auch dein Karma ist. Nach allem, was du hier tust oder getan hast. Dass das nur dein Karma ist, dass man weiß, du kommst hier zu hohen Ehren. Du bist hier meine Königin, du bist hier mein König. Und Unruhe geht raus. Es kann wirklich sein, dass man dir das hier noch kommunizieren wird, was man für einen Plan hat. Wird er dir das hier noch sagen? Wird er dir das hier noch sagen mit diesem Plan? Der Magier, du bist bereit. Du hast die Ressourcen oder kannst diese manifestieren. Das Leben ist magisch. Der wird dich einweihen. Du hast die Ressourcen, also wie gesagt, also weißt du, wie mir das vorkommt, als ob dich hier eine lange Zeit jemand übelst getestet hat. Also das ist jetzt zwar absolut nicht gerecht, ne, weil es kann wirklich sein, dass man dann auch mal solche Spielchen gespielt hat wie heute bin ich präsent, ja, mal so ein bisschen Lovebombing und dann melde ich mich hier mal gar nicht und
ja, jetzt gucke ich mal, wie sie hier reagiert, wenn ich hier vielleicht mal dies und das mache. Also das ist hier schon extrem. Ja, weil hier, wie gesagt, das Gefängnis mit einem Typen, was arm macht, was einen Verlust bringt. Und klar kann es auch sein, dass das jemand ist, der scheinbar auch dein Geld haben wollte. Oder vielleicht auch wissen wollte, wie man halt zu Kohle kommt. Oder man wollte, wie gesagt, eben auch dein Geld. Und man wollte vielleicht einfach nur Spielchen spielen im Sinne von, ich teste die jetzt von Kopf bis Fuß, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, ob das Potenzial hat für immer. Aber so richtig extrem. Und hier checkt jemand, du hast die Ressourcen. Also irgendwie hast du das Spiel, Junge, das ist ja heftig. Also irgendwie hast du hier das Spiel richtig gespielt. In seinen, ihren Augen. Weil hier geht es heute ja in dem Sinne um die Hauptperson. Eins, Ego. Und zwei, Dualität. Ja, oder eben auch die Seelenverbindung selbst. Und man hat dich im Kopf, auch die zwei hier oben. Mit dir kann man sich hier jetzt vorstellen, wirklich, auch wenn es hier noch Geduld braucht, kriegst du hier die Krönung. Das Karma ist jetzt hier in dem Sinne beendet, weil du erhältst eben in dem Sinne das Karma von das Geschenk, dass du hier zur Hauptperson wirst. Dass du hier seine, ihre Königin bist. Und es könnte sein, dass man dir sogar auch sagt, du pass auf, ich habe dich wirklich geprüft und getestet. Hier hat dich jemand auf Leib und Seele mit Haut und Haaren getestet. Ah, das ist echt krass. Ob du treu bist vielleicht, wie du zu anderen Männern bist, wie du vielleicht auch bei anderen Männern ankommst, wie gut du vielleicht kochen kannst, wie gut du mit Geld umgehen kannst, ob dein Herz wirklich für ihn ist. Das ist wie hier so, als ob hier ein Treuetester auch war und wie so eine Bestandsaufnahme. Aber richtig heftig. Und dann, ja, wie will der weitermachen? Ne? Ja, ich fühle mich mega angezogen zu dir, weil ich merke, du hast echt die Ressourcen, es mit mir auszuhalten. Wow. Hä? Das ist aber jetzt mal ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt das, was jeder jetzt hören möchte. Ne? Die Wahrheit ist, ich habe dich getestet. Und auf lange Sicht kann ich mir wirklich etwas mit dir vorstellen. Du kriegst das Krönchen von mir. Und ich möchte, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst. Und es kann sein, dass dich das in dem Sinne beunruhigt, im positiven Sinne tatsächlich auch. Ja, dass jemand dann einfach mal von heute auf morgen weg war, wie du reagierst. Dass man auch vielleicht auch mal einen Streit vom Zaun gebrochen hat, was man für eine Streitkultur mit dir hat. Boah, gut genug. Guck mal, so wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen. Oh, ist das schön. Ja. Also, das ist die Message an dich. Hier weiß jemand einfach, du bist, also definitiv solltest du das wissen, dass du gut genug bist, mein Engel. Ja. Und so wie du bist, bist du genau richtig und vollkommen. Und das ist aber auch das, was er spürt und jetzt weiß. So wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen. Das ist das, was er jetzt weiß. Boah, krass, ey. Was für eine Message hier, Junge. Hä? Übelst. Jemand weiß, dass du wirklich... Ja, hat sich... Weiß ich nicht. Weißt du, wie mir das vorkommt? Es gab ja damals StudiVZ, ne? Und da gab es eine Gruppe. Und da hieß es, du willst was von mir? Stell dich bitte hinten an, ne? So voll arrogant. Ego. Und irgendwie hat er sich so, musst du was gesagt haben zu ihm oder ihr?
Hier, ich wäre gern mit dir zusammen. Und man hat aber nichts rausblicken lassen. Man hat dir nichts gesagt. Man hat nur gedacht. Man hat daran gedacht. Oh, sie kann sich was mit mir vorstellen. Dann fokussiere ich mich jetzt auf dich, aber ich teste sie erstmal. Ja. Ich teste sie, indem ich sehr anhänglich bin. Ich teste sie, indem ich gar nicht da bin. Ich teste sie, indem ich ihr meine Anerkennung zolle. Ich teste sie, indem ich ihr nur ein bisschen gebe. Ich teste sie, indem ich sie wirklich mal beunruhige. Wow. Das ist echt krass hier. Also hier hat dich jemand auf Mark und Nieren. Sorry, wenn ich das jetzt gerade wirklich einfach getestet, ob das bist. Und man weiß einfach hier, so wie du bist, bist du genau richtig und vollkommen für mich. Wow. Aber hier endet das, ja, hier enden diese Spielchen. Und es könnte sein, dass man dir das tatsächlich nicht sagt, dass man das alles irgendwo mit Absicht gemacht hat. Um dich auf Mark und Nieren, jetzt habe ich oh, Haut und Nieren, naja, um dich auf Arme und Beine zu testen hier. Oh je. Ein Test. Jemand hat dich hier echt getestet. Wow, guck mal. Hier weiß er, dass du auf jeden Fall der Seelengefährte bist. Und dass man hier sehr optimistisch sein kann, mit dir auch in eine Beziehung zu gehen. Sich auch für dich zu entscheiden. Jemand hat dich getestet. Und weiß aber, du bist wahr. Du lügst nicht, du betrügst nicht, du bist authentisch. Klar weiß er auch, dass du auch deine Macken hast. Ja. Aber er weiß auch, die Macke, die er hat, so groß ist die bei dir nicht. Da kommst du nicht ran. Also da sagt er sich selber hier, beziehungsweise sie, ne? Du bist vollkommen und richtig. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich brauche nicht pessimistisch zu sein, dass das mit uns hier, dass wir hier nicht zusammen glücklich werden. Jetzt will ich aber trotzdem mal schauen, weil hier auch steht ein langer Weg, ne? Wann das so circa sein könnte. Weil man hier sagt, es kann ja jetzt, na, lasst uns einfach mal schauen. Ich will nicht so viel erzählen. Wann soll denn das sein hier? Langer Weg. Wie lange? Das ist ja jetzt schon wieder relativ, ne? Ein langer Weg. Boah, Anfang und Ende. Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Ist das krass. Ha? Anfang und Ende, Befreiung des Karmas. Du bist jetzt frei in der Wahl des Zeitpunkts. Das kommt mir fast so vor, als ob du... Also ganz ehrlich, ich nehme das so wahr, jemand hat dich lange getestet. Was ja hier mit der Armut sozusagen weggeknabbert wird vom langen Weg. Hier beginnt, also du könntest hier wirklich jetzt demnächst mit jemandem in eine feste Partnerschaft gehen, weil es dir überlassen ist, wann du soweit bist. Und die Frage ist natürlich auch nach so einem krassen Szenario und nach so einem krassen Test, ob du das überhaupt noch willst. Jetzt kannst du sozusagen entscheiden.
Du bist frei in der Wahl des Zeitpunkts. Wann bist du jetzt bereit, mit ihm oder ihr zusammenzukommen? Bist du es noch? Bist du noch bereit? Jetzt darfst du entscheiden. Aber jemand weiß hier klimperklar, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass das hier nichts wird oder wenn ich mal ein Bier trinken gehe und du auf Party bist, dass du dich da gleich an den nächsten ranschmeißt. Ich glaube, das hat jemand nur aus einem Gefühl der Angst gemacht. Ja, ich habe jetzt nochmal unterm Kartendeck geschaut. Hier steht, es wird bald klappen. 3 Tage, 3 Wochen. Die 3 selbst, da gucke ich nochmal schnell in mein Büchelchen rein. Also, ich finde diese Legung echt krass. Also wir haben hier die göttliche Zahl und das Symbol der Lebenskraft. Ja, und schaut euch mal die Sonne an, die für Wärme steht. Ja. Drei Tage, 3 Wochen kann hier jemand auf dich zukommen und mit dir wirklich auch drüber reden wollen. Wieso das Ganze, was man hier getan hat, was wirklich im Hintergrund abging. Und du darfst wirklich, hier könnte dich wirklich jemand fragen, du pass auf, wie sieht's aus? Ich habe wirklich geschaut und ich habe, ja, so blöd wie es ist, ich habe mich dir wirklich angeschaut und habe geguckt und so wie du bist, bist du richtig und vollkommen für mich. Steht das noch, dass du mit mir zusammen sein willst? Ah, wir haben hier, du willst etwas, ja, es könnte sein, dass du etwas auf Biegen und Brechen erzwingen wolltest oder eben er. Weil er wollte ja auf Biegen und Brechen hier irgendwie erzwingen, wie du so, ach, so manipulativ ist das schon hier, mein Engel, ja? Du darfst dir aber auch Zeit lassen, aber guck dir das an. Die Überfülle, eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Jetzt wird jemand bereit für dich sein und das wird sich alles göttlich fügen. Wie gesagt, Befreiung von Karma. Boah, krass. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.